Es ist ja so, alles, was lebt, fängt ganz klein an. Dann wächst es und wächst es, bis es irgendwann aufhört zu wachsen. Denn würde es nicht aufhören, was wäre dann? Der Baum behält irgendwann seine Größe. Der Goldhamster hört an Tag 18 auf zu wachsen. Der Mensch im globalen Schnitt bei 1,70 Meter. Das war's. Es gibt aber auch Dinge, die scheinbar nie aufhören zu wachsen. Die Weltwirtschaft zum Beispiel. Sie wächst und wächst. Und gleichzeitig unsere Kleiderschränke, Müllberge, Meeresspiegel. Die Zahl der Museumsstücke. Tut uns die wachsende Wirtschaft trotzdem gut? Seit den 80er Jahren ungefähr sehen wir eine Auseinanderentwicklung. Die Wirtschaft wächst weiter, aber das Wohlergehen der Menschen stagniert oder geht sogar zurück. If we really cared about the plight of the poor, we would stop using so much energy, rare earths and other renewable resources. Unser unaufhörliches Wirtschaftswachstum ist zum Problem geworden. Sollten wir also alles mal runterfahren und wirtschaften, ohne zu wachsen? Oder brauchen wir ewiges Wachstum? Wenn wir die Geschichte des Wirtschaftswachstums anschauen, dann passiert da lange, lange gar nichts. Erst mit Beginn der Industrialisierung tut sich etwas. Doch richtig in Fahrt kommt das Ganze erst später. Ab den 50er Jahren kann man wirklich von einer Zeitenwende sprechen. Ab dieser Zeit gab es zum einen den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren enorme Investitionen. Hinzu kommt günstiges, sehr günstiges Erdöl oder fossile Energie aus dem Mittleren Osten. Der dritte Grund für dieses Wachstum war das sogenannte fordistische Konsummodell. Das ist eine Art der Produktion, die so günstig ist, dass sich die Arbeiter selbst die Produkte leisten können. Und dann sollte sich eben auch jeder zum Beispiel ein Auto leisten können, aber auch Textilien, Reisen, Möbel und so weiter. Staatliche Investitionen, Erdölförderung und ein neues Prinzip von Massenproduktion sind die Zutaten für den süßen Brei. Viele Menschen in den früh industrialisierten Regionen wie den USA und Westeuropa können nun kräftig konsumieren und erzeugen ein explosives Potenzial. Wenn ich mir zum Beispiel die Energienutzung pro Kopf anschaue, die war auch lange Zeit ganz flach. Und dann ab den 50er Jahren ging das nach oben. Genauso, wenn ich mir den Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft anschaue, das begann auch erst mit der Industrialisierung der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es werden mehr Dämme gebaut, es wird mehr Wasser verbraucht, mehr Papier hergestellt. Es ist etwas in Bewegung gekommen, das scheinbar keine Grenzen kennt. Seit den 50ern wächst und wächst die Wirtschaft, unaufhörlich. Auch kleine Einbrüche machen nicht viel aus. Die Wirtschaft wächst, die Warenproduktion, die Güterproduktion. Leider sehen wir die gleiche exponentielle Logik eben auch im Bereich der ökologischen Probleme, die mit dieser Wirtschaftsweise verbunden sind. Das gilt für den Bereich der Treibhausgasemissionen, im Bereich des Flächenverbrauchs und unter anderem als Konsequenz des Flächenverbrauchs leider auch im Bereich des Verlustes an Artenvielfalt. Auch dort ist es so, dass wir diese exponentielle Kurve sehen. Das Problem ist, sie hier ist eine Art Organismus und hat natürliche Grenzen. Ihr Stoffwechsel ist sensibel. Manches kann sich regenerieren, wenn wir es nicht ganz auslöschen.
Aber viele Ressourcen, die sie hervorbringt, sind endlich, also begrenzt. Lange Zeit haben sich Ökonomen die Wirtschaft in etwa so vorgestellt wie diese kleine Modellökonomie hier auf meinem Schreibtisch. Mit Haushalten, die Ersparnisse bilden, einem Bankensektor, der diese Ersparnisse dann an das verarbeitende Gewerbe übermittelt. Ein bisschen Landwirtschaft, natürlich Infrastruktur, Verkehrswege. Aber was es nicht gab in diesem Konzept, war irgendeine Art von äußerer Grenze, von Beschränkung. Diese Analyse, dass die Wirtschaft eben doch Grenzen hat, kommt in Wirtschaftskreisen nicht gut an. Auch nicht, als Joseph Stiglitz sie präsentiert, der Chefökonom der Weltbank in den 90er Jahren. Da war das nicht opportun. Die Weltbank zum damaligen Zeitpunkt wollte nicht deutlich machen, dass das Wirtschaftssystem am Ende des Tages nur ein Teilsystem ist, das eingebettet sein muss in das größere Ganze, nämlich das Ökosystem unseres Planeten. Trotzdem ist Wirtschaftswachstum in den meisten Ländern der Welt das Ziel, weil es Wohlstand verspricht. Das erste ist hohe Steuereinnahmen und hohe Sozialabgaben, dann aber auch hohe Beschäftigungsquoten. Wenn das einbricht, dann sind Jobs zum Beispiel, Arbeitsstellen gefährdet, Steuereinnahmen sind gefährdet, allenfalls auch die Sozialversicherung inklusive Rentenversicherung. Brauchen wir also das ständige Wachstum, damit es irgendwann allen Menschen gut geht? Nehmen wir mal an, das wäre der Fall. Was genau muss da eigentlich die ganze Zeit wachsen? Und vor allem, wie messen wir das? Nehmen wir an, dieser Kuchen hier umfasst und steht für alle wirtschaftlichen Grundlagen der Menschen und des Wohlergehens. Das Bruttoinlandsprodukt misst alle Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr hergestellt werden und die auf dem Markt gehandelt werden. In dieses Bruttoinlandsprodukt geht zum Beispiel ein, dass ich diese Torte gekauft habe. Oder dieser neue Haarschnitt, die Yogastunden, das neue Fahrrad. Der Eierkocher. Einen Haken hat das Ganze aber. Verallgemeinert kann man auch sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt all das misst, was am Markt gehandelt wird. Bei diesem Kuchenstück ist es nur das obere Teil, zum Beispiel so ungefähr bis hierher. Dieses Bruttoinlandsprodukt misst aber nicht, was alles an unbezahlter Arbeit geleistet wird. Das macht ungefähr so viel aus. Zum Beispiel die sogenannte Sorgearbeit, die man als Eltern gegenüber den Kindern leistet oder gegenüber Angehörigen, die man pflegt. Das findet im Bruttoinlandsprodukt nicht statt. In Deutschland zum Beispiel werden jedes Jahr 89 Milliarden Stunden Arbeit nicht bezahlt. Und nur 66 Milliarden Stunden werden bezahlt. Schon der Schriftsteller George Bernard Shaw sagte, wenn mein Hausmädchen arbeitet, wächst das Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich mein Hausmädchen heirate, stagniert das Bruttoinlandsprodukt. Ein Problem mit dem Bruttoinlandsprodukt ist, dass wir es gleichsetzen mit Wohlergehen oder Wohlstand. Das hatte einen Grund in den 50er, 60er Jahren, wo es den Menschen tatsächlich besser ging, als das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Aber seit den 80er Jahren ungefähr sehen wir eine Auseinanderentwicklung. Die Wirtschaft wächst weiter, aber das Wohlergehen der Menschen stagniert oder geht sogar zurück. Das Bruttoinlandsprodukt sagt aber über die Verteilung der Einkommen überhaupt nichts aus. Ob das wenige Bill Gates sind, die sehr, sehr, sehr viel Einkommen generieren und eine große Schar an Habenichtsen, oder ob das eine gleicher verteilte Situation ist, die da zugrunde liegt, das kann man anhand des BIP allein überhaupt nicht erkennen. Insofern ist das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich sehr gut in dem Zweck, für den es mal erfunden wurde, entwickelt wurde, nämlich Aufschluss zu geben über die Wirtschaftsleistung im Bereich der über den Markt gehandelten Güter und Dienstleistungen. Wenn wir das zu absolut stellen und verallgemeinern und es als allgemeines Wohlfahrtsmaß interpretieren, dann kann es uns eben auch in die Irre führen. In Spanien zum Beispiel haben laut Studien die Menschen eine höhere Lebensqualität als in den USA und werden im Schnitt 5 Jahre älter. Und das trotz eines 45% geringeren Bruttoinlandsprodukts pro Kopf.
Und ja, einerseits steigt mit dem Einkommen die Zufriedenheit der Menschen. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. In den USA liegt die sogenannte Einkommenssättigung im Durchschnitt bei $75.000 brutto im Jahr. Wer mehr Geld verdient, ist nicht glücklicher. In Deutschland liegt diese Grenze bei 81.000 Euro. In Lateinamerika bei umgerechnet 28.000. Es ist im Grunde wie beim BIP. Wer nur auf Einkommen oder Wirtschaftsleistung schaut, erfährt nicht, wie gut es einem Menschen oder einer Gesellschaft geht. Natürlich wird auch Naturverbrauch im Bruttoinlandsprodukt nicht gemessen. Wir nennen das heute Ökosystemdienstleistungen. Und dieser Wert, der wird im Bruttoinlandsprodukt auch nicht ausgedrückt. Und er wird auch nicht ausgedrückt, wenn diese Leistungen geschädigt werden. Dann sehen wir das auch nicht in dieser Größe. Als 2010 eine Ölbohrplattform explodierte und 800 Millionen Liter Öl in den Golf von Mexiko flossen, stieg das amerikanische Bruttoinlandsprodukt sogar noch an. Denn um die Schäden zu beheben, wurden Milliarden ausgegeben, die dann ins BIP flossen. In Deutschland verursachen Medikamentenreste im Abwasser Umweltreinigungskosten von 1,2 Milliarden Euro. Ebenfalls Teil des BIP. In Frankreich sterben jährlich 45.000 Menschen an Feinstaub und Ozon. Für Arztkosten und Arbeitsausfälle wegen der Luftverschmutzung fließen 48 Milliarden Euro und steigern das BIP. Wenn wir also nochmal identifizieren, wie viel das BIP ausmacht, dann ist es ungefähr dieser Teil. Und den tun wir jetzt auf den Extrateller und sehen hier, das BIP macht nur einen Teil der gesamten Wertschöpfung und der gesamten Lebensgrundlagen der Menschen aus. Das BIP misst nicht nur unvollständig die Wirtschaftsleistung eines Landes, es verschleiert die Grenzen, die dabei überschritten werden und gefährdet damit unsere Lebensgrundlagen. In den 60er Jahren verstaubt im Ruhrgebiet die Sonne. Der Rhein ist vergiftet. Weltweit wachsen die Müllberge. Anfang der 70er Jahre dann verändert dieses Foto der Apollo 17 für viele Menschen das Weltbild. Die Erde erstmals vollständig im Sonnenlicht. Eine blaue Murmel, begrenzt, verletzlich. Und der Club of Rome gibt eine Studie in Auftrag. I assembled a team of 16 scientists. Our goal was to gather currently available information and develop a computer model that would help us understand over a 200-year period from 1900 up to 2100 the causes and consequences of growth. We said back then that we had the option. You could either slow things down or you could enjoy growth for another 50 years, at which point we'd be so far above the carrying capacity of the planet, we'd have to drop back down. Die Studie verkauft sich in den folgenden Jahrzehnten 32 Millionen Mal. Es handelt sich also nicht gerade um Geheimwissen. Was geschah mit den planetaren Grenzen in dem halben Jahrhundert, das seit der Veröffentlichung vergangen ist? Schauen wir uns die neuen Faktoren an, die unserem Planeten zusetzen können. Klimawandel, neue Substanzen wie Chemikalien, Ozonverlust, Aerosolgehalt, Versauerung der Meere, biogeochemische Abläufe, Süßwasserverbrauch, Landnutzung und die Intaktheit der Biosphäre. Der weiße Ring hier im Bild beschreibt die Grenze eines intakten Planeten. Vor der Industrialisierung waren wir ein Punkt in der Mitte. In den 50ern breiten wir uns aus, in den 60ern reißen wir erste planetare Grenzen. Bis heute haben wir 6 davon überschritten. Alles in Gelb und Pink. Es gibt jetzt schon schätzungsweise, vor allen Dingen im globalen Süden, 8 Millionen Tote im Jahr aufgrund der manifesten ökologischen Krise, die wir erleben. Wenn die Folgen des Wachstums für die Natur zwar bekannt, wir aber regelrecht von ihm abhängig sind, könnten wir dann nicht weiter wachsen, aber das Ganze in Grün? Könnte also das Bruttoinlandsprodukt weiter steigen, sich der Ressourcenverbrauch aber entkoppeln
und einfach absinken? Das wäre nämlich grünes Wachstum. Genial, oder? Nein, grünes Wachstum gibt es nicht. Denn was wir beobachten, ist, dass mit Wirtschaftswachstum auch der Ressourcenverbrauch steigt. Wir haben keine Entkopplung. Das bräuchten wir aber angesichts der ökologischen Probleme. Vor allem der sogenannte Rebound-Effekt führt dazu, dass wir trotz technischen Fortschritts ähnlich viel verbrauchen. Und das heißt, dass zum Beispiel durch technischen Fortschritt ein Motor energieeffizienter wird. Und die Konsequenz war dann aber nicht, dass wir einfach kleinere Motoren verwendet haben, sondern im Zweifelsfall Autos mit noch mehr PS gebaut wurden. Auch grüne Technologien brauchen ja Ressourcen. Und zwar in gigantischem Ausmaß. So etwas passiert hier gerade in Ecuador mit dem Balsa-Holz. Das ist ein sehr leichtes, aber hartes Holz, was verwendet wird zum Bau von Windrädern für erneuerbare Energien. Vor allen Dingen für den Export nach China, was dazu führt, dass hier indigene Kulturen und die Biodiversität zerstört werden. Manche wollen Wirtschaftswachstum in Grün trotzdem probieren. In dem Sinne, dass wir sagen, wir sollten alles daran setzen, diese absolute Entkopplung hinzubekommen und gleichzeitig komplementär dazu auch Maßnahmen ergreifen, die unsere Gesellschaften robuster und resilienter machen für ein Szenario, in dem wir vielleicht tatsächlich mit entsprechenden Rückgängen oder vielleicht sogar einer schrumpfenden Volkswirtschaft umgehen müssen. Unseren Ressourcenverbrauch wirklich zu senken, ist bisher nicht gelungen. Und die Prognosen sehen schlecht aus, auch wenn eine relative Entkopplung gelungen ist. Der Ressourcenverbrauch steigt weniger als bisher, aber er steigt. Grünes Wachsen klappt also bisher nicht. Those are fantasies. Some serious environmentalists advocate green growth. I think they're misguided. Most of the people advocating it are in the corporate sector or in political organizations. And I think they're actually more interested in the growth than they are in the green. Ist unsere Lage also wirklich so aussichtslos? Grünes Wachstum geht nicht und konventionelles zerstört unsere Lebensgrundlagen. Aber wir brauchen doch das Geld für die Staatskasse, oder? Können wir uns irgendwie von dieser Abhängigkeit lösen? Can we survive without growth? Yes, of course we can. Our Homo sapiens, our species, has been on this planet for 300,000 years. For most people, most of our time on this planet has been without growth, and it will be in the future. Was wäre zum Beispiel, wenn wir dort eingreifen, wo die Früchte des Wachstums hinfließen? Im Steuersystem. Dies ist so aufgebaut, dass etwa 60% der Gesamteinkommen des Staates durch Abgaben auf Arbeit sind. Einkommensteuer und Sozialabgaben. Wenn aber Arbeit die wichtigste Einnahmequelle für den Staat ist, dann hat der Staat ein Interesse an möglichst vielen Arbeitsplätzen und hohen Löhnen. Die hohen Löhne aber veranlassen viele Betriebe dazu, Mitarbeitende durch produktivere Maschinen zu ersetzen. Dann verlieren Leute ihre Jobs und Gesellschaft und Politik rufen nach Wachstum für neue Arbeitsstellen. Mit dem Wachstum kommen dann wieder produktivere Maschinen zum Einsatz und wieder verlieren Menschen ihre Arbeit. Alles beginnt von vorn. Eine Produktivitätsfalle. Etwa 13% sind durch Besteuerung von Kapital und etwa weitere 20% sind durch Mehrwertsteuer. Und da verbleiben 5% etwa für Besteuerung von Umwelt. Ein wichtiger Ansatz wäre, das Steuersystem zu reformieren. Das würde bedeuten, dass Arbeit weniger besteuert wird, stattdessen aber Kapital stärker besteuert und Umweltressourcen stärker besteuert. Auf diese Weise hätte der Staat weniger Interesse daran, für neue Arbeitsplätze ständig Wachstum anzukurbeln. Und statt Leute zu entlassen, könnte die weniger werdende Arbeit nicht auf mehr Schultern verteilt werden? Mal ehrlich, wie wäre eine 4-Tage-Woche? Island und Norwegen experimentieren damit. 7 von 10 Schichtarbeitenden in der deutschen Metallbranche wünschen sich auch gar nicht mehr Geld, sondern mehr Freizeit.
Eine wachstumsunabhängige Wirtschaft würde auch bedeuten, dass Unternehmen weniger wachstumsabhängig sind oder nicht mehr wachstumsabhängig sind. Und das ist möglich, wenn Unternehmen beispielsweise andere Formen annehmen, also statt börsennotierte Kapitalgesellschaften, Stiftungsform oder Genossenschaftsform. Der Staat könnte außerdem Betriebe fördern, die dem Gemeinwohl dienen. Hier schauen Unternehmen an, wie sie mit ihren Mitarbeitenden umgehen, welche ökologischen Folgen ihr Handeln hat. Und durch diese größere Zahl von Indikatoren verfolgen sie auch weitere Ziele als nur beispielsweise Gewinn oder Umsatzsteigerung oder Umsatzsicherung. Auch eine Reparaturpflicht könnte die ständige Produktion bremsen. Die Europäische Union plant eine Kreislaufwirtschaft mit langlebigen Produkten. Und laut Weltklimarat verbrauchen Gesellschaften, die Wert auf Gerechtigkeit und öffentliche Dienstleistungen legen, weniger Energie als solche, die auf starkes Wirtschaftswachstum setzen. Es gibt also Ideen, wie man das Wirtschaftswachstum und seine Zerstörungskraft runterschrauben könnte. Nur, wie kommen wir vom ständigen Konsumieren runter? Im Bereich der Treibhausgasemissionen ist das eleganteste Instrument da die sogenannte CO2-Bepreisung. Und damit bekommen dann ja auch alle Produkte, die darauf aufbauen, einen entsprechend höheren Preis. Ob ich aufs Autofahren verzichte, aber mir weiterhin ab und zu ein Rindfleischsteak grille oder das genau andersrum mache, das kann dann jeder für sich entscheiden. Das über Preise zu versuchen, schafft immer nur neue Ungerechtigkeiten. Weil die Reichen können sich davon immer freikaufen. Und das sind genau die, die eh so viel verbrauchen. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für die Hälfte des gesamten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich. Es sind auch nur 10% der Menschen überhaupt jemals geflogen. Die anderen 90 sind am Boden geblieben. Sollten die reichen 10% jetzt also verzichten? Es geht ja überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Obrigkeiten uns autoritär von oben zwingen, etwas zu tun und damit unsere Freiheit als Konsumenten angreifen. Es geht ja darum, dass wir eine wirklich existenzielle Krise durchleben. Und dafür müssen wir kollektiv Verantwortung übernehmen. Das heißt, in demokratischen Prozessen von unten gemeinsam diskutieren, wie wir es schaffen, innerhalb der Grenzen des Planeten zu leben. So hat in Frankreich ein Bürgerkonvent mit dazu beigetragen, dass kurze Inlandsflüge jetzt verboten sind. Und um die Konsumlust auf Autos zu drosseln, gibt es neue Regeln für die Werbung. Autos müssen stets auf befestigtem Grund gezeigt werden, also etwas weniger verheißungsvoll als bisher. Weniger Schnäppchen jagen, weniger verbrauchen, weniger produzieren. Wenn wir das Wachstum zurückfahren, auch politisch initiiert, könnte das die Klimakrise bremsen und sogar zu mehr Wohlstand führen, sagt der Weltklimarat. Aber bremsen? Auch in den ärmeren Regionen der Welt? Muss deren Wirtschaft nicht erst mal wachsen? I'll first of all point out that current policies are only making the gap between the rich and the poor bigger. It's not solving the problem of the poor. Denn viele Länder im globalen Süden sind heute vor allem Zulieferer. Wie Ecuador. Das Land ist stark von seinen Erdölexporten abhängig. Das aber schadet Menschen und Natur. Forschungsprojekte suchen deshalb Wege zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Dabei sind wir darauf gekommen, dass es vor allen Dingen wichtig wäre, die gesamte Agrarpolitik auf ökologische Landwirtschaft umzustellen. Ansätze davon gibt es schon. Ausbaubar wären auch Produkte aus Heilpflanzen, lokale und saubere Energiegewinnung und Tourismus. Insbesondere ein Ökotourismus, Naturtourismus, Abenteuertourismus oder auch Kulturtourismus, der auch von indigenen Gemeinden selbst betrieben werden könnte. Im Moment stellt der Tourismus 1-2% der Wirtschaft dar. Er könnte aber wachsen auf mindestens 5% und wenn man die gesamten produktiven Verkettungen mit einrechnet, sogar bis auf 10%.
Was, wenn der globale Wandel im Kleinen beginnt? Alles, was geht, wird lokal produziert in erster Linie. Dann wird die nationale Wirtschaft gefördert. Als nächster Schritt wird dann die regionale Wirtschaft in den Blick genommen. Das würde für uns heißen die lateinamerikanische. Und nur das, was auf dieser regionalen Ebene nicht produziert werden kann, würde aus der globalen Umgebung importiert. In Zukunft wird es aber nicht nur um die Frage gehen, wie wir Wirtschaftssysteme verändern, sondern auch um deren Zweck. Irgendwie geht es immer um Wohlstand. Was das aber genau ist, dafür gibt es verschiedene Vorstellungen. Es muss nicht immer das stetig steigende BIP sein. Bhutan zum Beispiel misst ein Bruttonationalglück mit 9 Wohlstandskriterien. Gesundheit, Bildung, Lebensstandard, psychisches Wohlbefinden, Zeitnutzung, kulturelle Diversität, gutes Regieren, Gemeinschaftswerte und ökologische Diversität. Wäre das also die Alternative zu der einen ständig wachsenden Zahl? In einer kleinen ländlichen Gemeinde in den südecuadorianischen Anden namens Narbonne wurde zum Beispiel 2010 ein konventioneller Zensus durchgeführt, bei dem fast 90% der Haushalte als arm und interventionsbedürftig eingestuft wurden. Und nur 2 Jahre später wurde dann eine alternative subjektive Wohlstandsmessung durchgeführt, die sich am Bruttonationalglück von Bhutan orientierte. Und dabei kam dann raus, dass über 3/4 dieser selben Haushalte eigentlich sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation waren. Und während der Zensus zum Beispiel die traditionellen Lehmhäuser als defizitär eingestuft hat, fanden die Leute die eigentlich sehr angemessen, weil sie vor allen Dingen auch gut dämmen in Sachen Temperatur. Auch Island, Schottland, Finnland, Neuseeland und Frankreich suchen nach neuen Wohlstandsmaßstäben, die sich nicht aus dem Bruttoinlandsprodukt ableiten. Und in Deutschland versucht das Wirtschaftsministerium den Sprung in eine neue Zeit. Herr Habeck hat im neuen Jahreswirtschaftsbericht erstmals weitere Indikatoren jenseits des Bruttoinlandsprodukts auch aufnehmen und diskutieren lassen. Zum Beispiel das sogenannte Gender Pay Gap, den Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen, den Flächenverbrauch und die Treibhausgasemissionen natürlich im Bereich der ökologischen Herausforderungen, aber auch den Breitbandausbau. Und trotzdem, am Staatsziel Wachstum halten auch Deutschland und Frankreich fest. Ob sich damit aber die Erwärmung unseres Planeten auf 1,5 Grad beschränken wird, ist fraglich. Laut einer Studie der Zeitschrift Nature würde eine Rücknahme des Wachstums eher helfen, als auf technologischen Wandel zu setzen. Is it realistic to imagine that the North would ever deliberately initiate policies to slow its own growth in order to give the poor countries more opportunity? No, absolutely not. What I can say for sure is that by the end of this century, 2100, population, material and energy consumption globally will be very, very much lower than they are today. The only option we have now is whether we slow it through our own measures or we sit back and let nature do that for us. Es muss so sein, dass die Wirtschaftsbereiche, die uns schaden, schrumpfen und die, die wir als förderlich für Mensch und Umwelt einstufen, wachsen können. Ob unsere Lebensgrundlagen erhalten bleiben, können wir noch etwas beeinflussen. Vor allem durch unsere Art zu wirtschaften. Denn worum geht es bei Wirtschaft eigentlich? Um steigende Zahlen oder um uns?